Dann auf geht's zum Bossgegner. Fokalrohr, glaube ich. So, das war's. Oh, cool mit dem Spinnenzeug auf dem Kopf. So, eben kurz einmal aufräumen. Geil, ganz viel Spinnenseide. So. Rote Betesamen. Oh, haben wir noch gar nicht. Holz und Blaupause. Ich muss die Blaupause leider nehmen. Seilenwiege. Oh, das ist ein riesiger Schädel. Der sieht ja cool aus. Alles klar. Rote Betesamen. Ich glaube, die werden wir noch zu Genüge bekommen. Alles klar. Spinnenballen. Sehr schön. Sehr, sehr nice. So, kann ich ihn nochmal umerziehen? Jawohl, das geht. Dann ist der Panda Cake jetzt auch wieder frei. Immer schlafen, alles gut. Panda Cake ist nicht länger Abweichler. Und wir schalten, glaube ich, noch das Level frei und... Ach, nein, das habe ich ganz knapp nicht. Okay, von denen ist noch keiner wieder da. Dann für den Kulten noch trainieren. Einmal dann... Einmal der Daniel wieder. Lebe ich noch? Ja, du warst zwar abtrünnig und ungläubig und ich musste dich züchtigen und umerziehen, aber du lebst noch. So, was hat denn der Daniel immer gehabt zuletzt? Daniel war doch, glaube ich, der Fuchs hier, ne? Ja, genau. Der Fuchs. Mach mal hier so. Ich mache ein Blau. Kann man die Farben alle bei der Menge gar nicht mehr merken. Hier und so eine schöne Powerlocke. 15% schwieriger Stufe zu erhöhen, sonst hat er nichts. Bäume fällen. Kriegst du irgendwas von mir? Oh komm, ich gebe dir so eine Schädelhalskette. Und wir haben dann den Fire Dragon. Achso, und vor allem die Feenzauber fehlt ja auch noch. Dann machen wir die erstmal, weil die schon länger tot ist. Und die Feenzauber hatte das hier. Farbe lila passt. Bei Verfassung einfacher 50% schwieriger Stufe zu erhöhen. Du kannst dann Steine abbauen. Und auch du kriegst dann nochmal eine Schädelhalskette. Blöpp. Alles klar. Brennmaterial. Sie alle an Bäume fällen sind gerade. So, Essen müssen wir gleich machen. Toiletten kurz einmal sauber machen. Dann ist der gut. Leben und leben lassen. Immer zeige ich vielleicht die Stufe auf, wenn ich hier einmal alles wieder rausgezogen habe. Ja. Sehr schön. Die Zelte sind. Ah ne, eins ist kaputt gegangen. Dann reparieren wir das mal schnell. Wertung natürlich. Okay.
ein bisschen Essen machen. Und ich muss mir selbst noch mal eben eine Mahlzeit machen. So. Das Richtige auch erwische. Und ein blaues Herzchen. So, was holen wir uns denn mal als nächstes? Vogelscheuchenfalle, Hingabe, Erntetote. Wir können mal unseren Tabernakel, ehrlich gesagt, ein bisschen upgraden. Ein Ort, an dem die Anhänger tagsüber beten und Hingabe hinterlegen können, wenn sie die nicht am Schrein huldigen. Machen wir den normal. Oh, der letzte ist golden. Nice. So, Tabernakelstufe 2. Natürlich wieder ein Upgrade. Steine, hier die Kisten mache ich mal kurz leer. Kriegen wir wieder ein bisschen Gold. Und dann mal gucken. Sicher ist sicher. Mal wieder ein paar Holzbretter. Ja. Eine Konstrukt, die immer so ein bisschen am Hakeln ist. Hier machen wir nochmal ein paar Steine und weißt du was, ich mache. Oh, wo ich das gerade sehe. Lieber Christian. Einmal Stufe erhöhen. Der Mosaikboden, der sieht schon cool aus. Ah, guck mal, hier ist jetzt das eine Ding auch kaputt gegangen. Das heißt, wir müssen natürlich wieder ein neues Holzding bauen. Und gleich direkt upgraden. Apropos upgraden, wir können doch jetzt auch unsere Steindinger upgraden. Wir haben doch jetzt diese Wollballen. Spinnenseiden-Dinger. Da machen wir das doch mal. Einmal beide upgraden, Dankeschön. Den Tabernakel haben sie fertig gebaut, sehr schön. Das ist jetzt 20 drin, okay, und wahrscheinlich auch Stufe 33. Ich würde eine Sache gerne mal machen, damit es vielleicht ein bisschen schöner aussieht. Jetzt ziehen wir eben die beiden Gräber hier nochmal um. Ich würde dann nämlich hier ein bisschen einfassungsmäßig Blumen hinbauen. Wir haben jetzt wie viele Gräber? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, beziehungsweise 14, 15, 16, 17, 18. Das mal hier hin. Einmal. Wo haben wir die Kamelien? Ja. Würde ich dann aber dieses. Jetzt will ich wohl. Ich platziere das mal hier hin. Und dann würde ich da hinten. Eine blättrige Laterne hinpacken. Alles klar. Dann passt das nämlich genau mit den Gräbern, dass wir insgesamt 20 hinterher haben. Oh, nochmal wieder Brennmaterial nachfüllen. So. Okay, und hier nochmal ein Upgrade. Ups.
Ha, die Feenzauber hat gerade das Apfel von uns angesehen. Sehr nice. So. Das geht relativ flott. Vielleicht schon mal. Ich habe schon mal überlegt, ob wir hier zentral unten noch mal so einen ganz kleinen Park hinsetzen. Dass ich vielleicht Graswall. Dann dahingehend zum Park abgrenzen. Das mache ich später von der anderen Seite mit den Zelten auch. Und der Rest hier, der gehört natürlich dann noch zum Arbeiterviertel. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, was wir da alles noch hinbauen werden. Gebaut. Nice. Oh, der Machi, wo ich das gerade sehe. Einmal Level up. Dankeschön. Habe ich eigentlich schon die Predigt für heute gehalten? Nein, habe ich noch nicht. Wir müssen das Ritual der Gehirnwäsche noch halten. Ich glaube, das sollte ich jetzt einfach mal durchführen, bevor ich es nachher wirklich vergesse. Na komm, was soll's. Einmal schön alle den Mund aufmachen, Freunde. Ich habe hier ein paar Pilze. Mmh, köstlich. Finden sie alle ganz toll. So, jetzt sind sie alle high. So, die Alice wollte das. Aha, ich merke schon, da kommen die Alice-Methoden durch. Die Psychologin hat angeordnet, die brauchen alle Gehirnwäschepilze. Ich wusste, dass du das schaffst. Du bist wirklich göttlich. Oh, danke, Alice. Und da steigt sie auch ein Level auf. Alles klar. Wisst ihr, was wir auch nochmal machen können? Im Endeffekt, wenn die jetzt sowieso die Gehirnwäsche am Laufen haben, dann machen wir doch mal das Fastenritual. Weil dann können wir nämlich auch mal wieder eine kleine Reise machen. Wir brauchen uns nicht die ganze Zeit Gedanken machen, dass sie verhungern oder vom Glauben abkommen, wie auch immer. So. Alles klar. Ja, Dankeschön. So, die Frage ist, wo gehen wir denn mal hin? Ich frage mal den Chat. Wollt ihr Anura, Düsterholz oder Ankertiefen? Was wäre euch am liebsten, Chat? In der Zwischenzeit trinke ich mal kurz was. Ich habe mal eben noch Pause gemacht, damit... Achso, ich kann ja mal eben hier... Zur Sicherheit... damit jetzt die Zeit nicht schon weiterläuft. Düsterholz. Okay. Höre ich noch andere Vorschläge? Düster ist immer gut. Okay, wenn ich keine anderen Vorschläge höre, dann würde ich mich ins Düsterholz bewegen. Okay, wir können auch für 50 einen Anhänger kaufen.
müssen wir mal im Hinterkopf behalten. Das ist ja mittlerweile nicht mehr viel Geld, weil wir ja jetzt mittlerweile über, komplett über die ganzen Finanzen verwalten. Okay. Da ich keine anderen Vorschläge höre, gehe ich ins süße Holz. Und wir kriegen, die Karte wird aufgedeckt. Sehr nice. Ein blaues Herz, ein natürliches halbes Herz. Erhöht die Chance, bessere Truhen zu spawnen. Das sieht sehr komisch aus, diese Karte. So, türkischer Dolch. Hier mit unserem Dolch, naja. Und Mahlstrom. Ich will mein Geld zurück. Es bleibt in der Familie, Dönki. So. Eigentlich hätten wir sogar in die Ankertiefen gemusst, weil wir dort noch Dekoartikel freischalten müssen. Aber egal. So. Wir nehmen alles mit. Einfach mal alle weggemacht. Aber wir kriegen ein paar Kamelien hier. Ich glaube, die können wir auch mal gut gebrauchen. Ja, wieder. Habt ihr irgendwelche interessanten Stories für mich? Mal gucken. Ich kann die ganzen Knochen wegmachen. Es war anders als der Rest einer Sippschaft. Denn die anderen waren immer im Fluss. Chaos, Hungersnot, Pestilenz, Krieg. Warte mal, sind das nicht die Reiter der Apokalypse? Alles Dinge, deren Beständigkeit dem Wandel unterworfen ist. Und doch war er der Unvermeidliche, der Hartnäckige und Unaufhaltsame, jener, der wartet. Wahrhaftig sonderbar, so scheint es, ist seine Begierde, das Unbekannte und Neue zu umgarnen. Alte Gelübde wie auch urtümliche Bande zu brechen. Traditionen stehen still und der Appetit wächst dennoch. Der Zweifel reißt den Glauben in zwei. Hui. Ich habe keine Ahnung, was diese komische Eule uns immer sagen möchte. So, hier, zack. Auf die 12. Okay, das war nicht gut. Habe ich jetzt das Vögelchen weggehauen? Haben wir ein Fleisch bekommen? Wir haben fast Tag 100. Tag 89 mittlerweile. Alright. Wo gehen wir denn mal lang? Hier können wir noch einen Anhänger mitnehmen. Ich versuche natürlich ja die Schwertstages zu umgehen. Das heißt, wir müssen sogar beim Anhänger vorbei. Können wir ein bisschen Holz mitnehmen. So. Wuppdiwupps. Und wir kriegen die Fragezeichen-Stage. Hm? Oh, schon wieder er. Wieder irgendein Monolog. So. Verwandeln sich stattdessen in Ketten. Der unersättliche Appetit wird gezügelt und eingedämmt. Die ansteckendsten Ideen abgeschnitten und weggebrannt, bevor sie faulen und sich ausbreiten konnten. Grausam, wahrlich. Doch welch andere Möglichkeiten ward gegeben? Wie tötet man den Tod? Es ist unmöglich. Okay. Was passiert eigentlich, wenn wir zu einer Anhänger-Stage kommen und voll sind? Oh, das war's. Sehr nice.
So, alles wegmachen. Und dann retten wir den guten Mal. Das müsste dann der Fire Dragon sein. Dann haben wir ihn auch wieder. Das war meine Hingabe raus. Es gibt neues Zeug. Ah, okay, neue Waffen, das ist gut. Ihr wisst ja, wie ich zu den Dolch stehe. Die Axt. Warte mal. Hallo? Vampirpanzerhandschuhe. Lebenskraft wieder erwecken, um Angriff gegen kritischen Treffer zu. Okay. Ja, nehme ich die Handschuhe. Bin ich ja eigentlich ein Freund von den Handschuhen. Am Anfang mochte ich die nicht so gerne. Aber wenn man einmal weiß, wie man kämpfen muss, ist das kein Problem. So. Also wahnsinnig geile Sachen sind das natürlich jetzt hier nicht, aber wir nehmen mit, was wir kriegen können. Doch. Komische Gewürm da aufgehangen. Die sind verbündet. Und ab zum Boss. Zeuge Agares. Okay, jetzt kommen deine Gegner wieder. War jetzt sehr doof. Ah, Mann. Bin ich da noch reingesprungen? So. Leider kann man nur einmal was aus dem Zeugen rauskriegen. Naja, was soll's. So, Holz, Stein oder Gold? Ich nehme das Holz. Vielen Dank. Geht's. Ich achte halt immer nicht drauf, ob wann ich ein
wann ich Lebensenergie wieder kriege. So, und eine Schädelhalskette. Immer Schädelhalsketten. Aber finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Mittlerweile die Gegner. Wenn wir einmal durch das grüne Portal gegangen sind, dann wären die halt schon nicht ohne. Ach ja, stimmt, wir haben immer die Karte aufgedeckt. Oh, da ist wieder Tag. So. Hey, jetzt hier Nacht. Was war da? Das ist aber gerade sehr merkwürdig. Aha. Ah Mann, du komischer Schleimbeutel. So. Okay. Und eine Kiste. Ja, danke schön. Vielen Dank für das Geld. Es gibt keine Möglichkeit, eine Schwertstage zu umgehen, ne? So, dann würde ich hier nochmal Ressourcen und Anhänger mitnehmen. Er ist bereit für eine weitere Predigt. Nächsten fertig. Und ich will gleich mal gucken, ob wir vielleicht die Möglichkeit haben, nochmal gegen Lashy zu kämpfen. Oh. So, ein Knochen. Jetzt zum Beispiel hier hingehen. Ja, wir können gegen Lashy kämpfen. Nice. Das nämlich lieber mitnehmen als die komische Stage. Bei Ruhestoff ist halt Ordnung. Jetzt einfach mal alles mitnehmen.
Der war jetzt nun wirklich nicht wirklich schwer. Aber das wussten wir ja schon, ne? So, haben wir alles. Und auf geht's, zurück! Nice. Oh, wir kriegen nochmal einen Bonus oben drauf. Wir hatten ja Bonusressourcen. Da war ja was. Dank. Ein bisschen Brennmaterial nachfüllen. So. Achso, die neuen wieder indoktrinieren. Machen wir gleich. Mal ganz kurz eben hier ein bisschen was wegmachen. Oh, wir müssen dann wieder ein neues Haus bauen. So, das machen wir doch sofort. Ups. Hier einmal die Ressourcen raus. Und die beiden sind auch wieder zurückgekommen. Gucken, ob einer von beiden erfolgreich war. Erstmal hole ich mir aber den Fire Dragon rein. Wo ich das nachher auch vergesse. Fire Dragon. So, dann zack. Wups. So hatten wir. Todesangst, weil die 5 Runden, wenn der Anhänger stirbt, wird um 5 Runden schwieriger, die Stufe zu erhöhen. Alles hat okay. Vielen Dank fürs dabei sein. Schönen Tag dir noch. So, und du kannst einen abbauen. Okay, da kommt noch jemand rein. Erstmal gucken, was haben die so. Ich habe es geschafft, Anführer. Ich bringe das gewünschte Mission mit. Sehr gut, Dönki. Dann würde ich sagen, erstmal ab ins Bett. Und Flauzi. Ich habe es geschafft, Anführer. Ich bringe das gewünschte Mission mit. Oh Gott, der hat auch noch Erfolg. Erstmal kurz tanzen. Und dann ab ins Bett. Alter, wir haben so viele Leute gerade. 16 Leute. Gibt's denn noch irgendjemanden, der sich dazu berufen fühlt, unserer Gruppe hier beizutreten? So. Wir haben sehr viel Holz. Ich weiß nicht, noch zweimal Holz sogar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber gut, ich würde sagen, liebe Freunde, das kann dann der Kid bei der Zukunft ruhig entscheiden. Ich bin dann für heute erstmal raus. Für alle auf YouTube würde ich dann sagen, vielen Dank fürs dabei sein. Ich hoffe, euch gefällt es nach wie vor. Und sag mal, bis dahin.